So, in diesem Video werden wir uns mit dem Grundmuster der Kaskade genauer beschäftigen. Das ist ein asynchroner Jongliertrick und hier habe ich auch schon mal die Beats aufgemalt. Ich mache jetzt keinen Zeitstrahl mehr, sondern schreibe einfach so Punkte dahin und sage halt, das sind meine Beats. Dann sage ich, mit welcher Hand ich anfange, zum Beispiel mit der rechten Hand. Und dann folgt natürlich die linke. In der asynchronen Jonglage wechseln wir uns ja immer ab mit den Händen, die jonglieren. Und wir gucken uns jetzt mal die Kaskade an. So, ich habe da zwei hellblaue Bälle und einen dunkelblauen Ball. Und ich möchte wissen, wie viele Beats später dieser Ball, der blaue Ball, wieder auftritt. Das heißt, wir haben ja immer einen Moment, den wir als Beat bezeichnen. Das ist dieses Fangen, Halten und Werfen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir hier unten starten. Und wir haben, wie ich eben gesagt habe, den dunkelblauen Ball. Und wir gucken mal, wann, bei welchem Beat der wieder auftaucht. Okay? Also wann wird der wieder geworfen? Und ich zähle dafür einfach jetzt mal die Beat durch. Die Beats durch. Okay, los geht's. Also wir starten bei Beat 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hier mache ich mal Stopp. Und wenn ihr jetzt gut zugehört habt, dann habt ihr gehört, der letzte war eine 13. Dann war da irgendwie bei der 10 ist der aufgetaucht, bei der 7 und noch bei der 4. Und was ihr auch noch gesehen habt, ist, dass der Ball immer die Hand wechselt. Na, jetzt werft der mit links und jetzt fängt er mit rechts. Muss hier ein bisschen umdenken. Ich lag links aus der Perspektive des Jongleurs. Das heißt, wenn wir hier mit rechts starten, kommen wir hier nach links, dann wieder nach rechts, dann nach links und dann nach rechts. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können vereinfacht einfach, also wir können jetzt vereinfacht darstellen, wo dieser Ball hinfliegt. Das heißt, wir können so eine Kurve machen und sagen, ah ja, na klar, der landet hier. Und dann landet der hier. Und dann wird er erneut geworfen und landet hier. Und markiere den mal. Das passiert ja auch mit den anderen Würfen. Also wir haben ja zwei hellblaue Bälle gehabt. Und die verhalten sich ja genauso. Die gehen also auch immer so einen Weg hier. Und was ihr schon seht, daraus kann man so eine Art Grafik ableiten. Die nennt sich dann Jonglierdiagramme. Oder die nennt sich Jonglierdiagramm. Und jedes Muster hat quasi so ein Jonglierdiagramm. Aber was meine ich eigentlich jetzt mit Muster? Naja, gehen wir mal zur nächsten Seite. Ein Jonglierdiagramm, wie ihr eben gesehen habt, besteht aus diesen Kurven. Und das hat zum Beispiel ist das hier wieder die Grundform der Kaskade. Und ich schaue mir jetzt an, wenn ich hier so rechts bin, an dieser Stelle, dann kann ich entscheiden, hey, werfe ich den hier hin? Werfe ich den hier hin? Werfe ich den Ball hier hin? Oder werfe ich den erst auf diesen Beat, der ganz am Ende ist? Und der Clou ist jetzt, wenn ich sage, hey, ich werfe den nur ein Beat weiter, dann nenne ich den Wurf eine 1. Wenn ich den zwei Beats weiter werfe, nenne ich den eine 2. Ich den 3 Beats weiter werfe eine 3 und wenn ich den 4 Beats weiter werfe eine 4. Und wenn man sich das jetzt hier anguckt, dann haben wir mit unserer rechten Hand, die gestartet ist, eine 3 geworfen. Weil, wir gucken mal, das wäre der nächste Beat, da landet der aber noch nicht. Dann wäre das der übernächste Beat, also eine 2, da landet der auch noch nicht. Dann wäre das der dritte Beat, ja, und genau hier landet der ja. Also ist es eine 3. Machen wir das nochmal für den nächsten zusammen. Wir nehmen uns jetzt diesen Beat oder dieses Objekt auf diesem Beat und gucken, landet das hier? Dann wäre es eine 1. Nee, landet da nicht. Okay. Also noch ein weiter. Landet es da? Nee, da landet es auch nicht. Sondern hey, hier landet es auf diesem Beat. Ja, aber das ist der dritte Beat. Das ist der erste, der zweite, der dritte danach. Und der landet auf dem dritten danach. Alles klar. Also nennen wir das eine 3.
Und genauso machen wir das für alle anderen Beats auch. Und das sind natürlich immer alles dreien. Und geht auch immer so weiter. Und kommt auch vorher schon genauso vor, dass wir immer dreien jongliert haben. Wir kriegen quasi hier auch unsere Objekte. Gut. Vereinfacht sagt der Jongleur einfach, ich jongliere eine 3. Weil ich immer dreien mache und die sich immer wiederholen, muss ich nicht 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 sagen, sondern sage einfach nur noch 3. Ich gebe euch jetzt noch ein anderes. So. Genau. Ich muss noch mal überlegen, ja. Da, da, da. Genau so, tschapp. Ja, und hier können wir auch noch mal gucken, was machen wir überhaupt für Würfe. Wir fangen wieder mit der rechten Hand an. Ja, der erste Wurf ist eine 4. Der zweite Wurf ist auch eine 4. Der danach ist eine 1, weil der geht nur zum nächsten Beat, ne? Der geht genau ein weiter. Dann kommt eine 3. Dann kommt wieder eine 4, dann kommt wieder eine 4, dann kommt eine 1 und hier habe ich noch gar nichts geworfen, also weiß ich das noch gar nicht. Und ich könnte es aber weiterführen, ich sage, ich mache hier wieder eine 3. Und dann mache ich hier wieder eine 4 und eine 4 und eine 1 und eine 3. Und den Trick würde ich dann verkürzt als 4, 4, 1, 3 bezeichnen. Wenn ich den immer wiederholen kann. Und jetzt ist der Clou, und das halten wir auch mal fest, weil das wichtig ist. Der Wurf 4 gibt an. Wie viele Beats später das Objekt erneut geworfen wird. In diesem Fall genau 4. Ich nehme mal jetzt diese 4 hier weg, weil das ist nicht unbedingt notwendig, dass wir das wissen. Der Wurf, egal welchen wir nehmen, wenn wir den aus so einem Muster greifen, das hier bezeichnen wir als Muster, der gibt immer genau an, wie viele Beats später das Objekt erneut geworfen wird. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel uns den hier angucken und da eine 1 steht, dann wissen wir, hey, hier beim nächsten Beat wird das Objekt erneut geworfen. Wenn da eine 3 steht plötzlich, okay, alles klar. Dann gehen wir 3 Beats weiter und wissen, oh, hier landet das Ding und hier wird es erneut geworfen. Und das hier ist die Hauptidee von dieser Notation.